Und herzlich willkommen hier zurück bei Banished. Ja, was ist jetzt hier gerade schon wieder? Ich krieg immer hier so einen Mist am Anfang der Aufnahme. So, jetzt geht's wieder. Letztes Mal, ich muss mal eben schnell die Zeit anhalten, um euch ein bisschen erst was zu erzählen. Letztes Mal war ich ein bisschen... oh mein Gott, Entschuldigung. War ich ein bisschen müde, das habt ihr ein bisschen mitgekriegt. Ich bin jetzt wieder voll wach, voll da. Ich bin auch wieder gesund, so ziemlich. Ja, und jetzt versuche ich natürlich diese Katastrophe abzuwenden. Wir haben nämlich ziemlich viele Leute schon verloren und ja, da müssen wir was tun, da müssen wir was tun. Ich weiß, ich habe jetzt mehrere Minen gebaut, letztes Mal irgendwie in meinem Wahn. Ich habe hier eine Mine. Ja, warte mal, die ist zu, die ist abgebaut, genau. Die habe ich auch noch Work genommen. Dass man die nicht irgendwie abreißen kann. Hm. Ist da noch vielleicht auch Kohle drin? Ne, da ist also nichts mehr drin. Gut. Ach, die kann man bestimmt irgendwie da abbauen, so wie das Ding auch. Egal. So, dann habe ich noch irgendwo, wo habe ich noch eine Mine gebaut? Hier habe ich eine Mine gebaut, die ist sogar schon angeschlossen. Da sind auch, glaube ich, Arbeiter drin, soweit ich weiß. 1 von 15. Ja. Ich habe ja auch nur 3 Minenarbeiter. Das heißt, die anderen 2 sind in der anderen Mine. Und die werde ich jetzt erstmal nochmal zumachen. Ich werde nicht, wenn ich sie denn finde. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die hingesetzt habe. In meinen Wahn. Also hier ist die neue Mine. Die werden wir auch benutzen. Dafür haben wir da extra Häuser eingebaut, auch ein paar. Wo habe ich... Ah, hier habe ich noch eine Mine hingesetzt, siehst du? Irgendwo mitten in den Karpaten. So. Die werde ich einfach out of work nehmen erstmal. Dann können die Leute darüber rennen. So, was ich noch vorhabe ist, wir müssen ein bisschen Leute sparen. Weil wir haben ja gerade nicht so viele. Das heißt, ich werde eine Schule schließen. Wo habe ich denn meine Schulen hingebaut? Ich habe hier eine Schule und das ist die erste, die lasse ich erstmal bestehen. Hospital, da ist gerade keine... Und hier, den Brauerei, den werde ich eigentlich auch out of work nehmen. Wir brauchen keinen Alkohol, wir brauchen nämlich ein bisschen Nahrungsmittel. Der verbraucht ja Äpfel, wie ihr wisst. Das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Kirche ist okay. Town Hall, da können wir hier... Ich weiß, ich könnte jetzt hier in der Town Hall das einblenden hier mit den, aber ich glaube, da, ich finde das da oben irgendwie übersichtlich. Hier habe ich nur eine Reihe und wenn ich das alles sehen wollte, müsste ich das größer machen. Das ist irgendwie... Ah, weiß ich auch nicht. Ich kann auch das hier eigentlich da oben einblenden, die Town Hall. Aber naja, egal. Muss ich mir auch überlegen, ob ich das mache oder nicht. Gut, jetzt muss ich auf die zweite Schule suchen. Ich glaube, ich habe die irgendwo hier hinten hingepflanzt. Kann das sein? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Schoolhouse, da ist es doch. So, das werden wir einfach auch out of work nehmen. Dann haben wir nämlich auch immer ganz viele Laborer wieder. Kann ich mir direkt mal 6 als Arbeiter einteilen. Und den Rest hier einfach aufs Feld schicken. Und wir müssen ja auf jeden Fall erstmal wieder Nahrungsmittel produzieren ohne Ende. Das heißt, wir werden ja auch immer die Stonecutter hier raussetzen. Wir brauchen jetzt aber erstmal keine Steine. Davon haben wir erstmal genug. So, ja, hier als Farmer alles mal. Oder warte mal, wir müssen mal gucken. Forester haben wir ja noch genug. Hunter sind genug, Fischmen sind auch genug, Gatherer sind auch genug. Okay, setzen wir hier 90, sollten wir schon... Oh, wir machen voll. Volle Produktion machen wir einfach. Volle Produktion. Wir können die aus der Mine Ranz rausnehmen, sehe ich gerade, weil wir haben Eisen ohne Ende. Wir machen mal, lassen mal einen drin, der ein bisschen Eisen produziert. Werkzeuge sind wir voll und Kleidung sind wir auch voll, glaube ich. Dann müssen wir erstmal wieder einstellen, dass wir da mehr kriegen können. Moment, hier ist mein Hauptdorf, genau. So, dann gibt es erstmal hier, klicken wir mal... Ach ne, das ist das Schulhaus. Den Schneider an zum Beispiel. An der Close Limit ist bei 1500, das heißt, da kann er noch einiges produzieren. Und den Blacksmith, das müsste einer von denen sein, 450, da sind wir auch noch jetzt gerade nicht an der Limit, aber wir können das einfach mal auf 550 hochstellen. So, das war das, die Taverne, die ist out of Dings. Hospital. Ist da überhaupt einer gerade drin? Da ist gerade einer drin, jawohl, läuft. Jetzt starten wir das Ganze mal wieder und hoffen, dass wir irgendwie ein paar Nahrungsmittel jetzt in den nächsten Jahren kriegen, damit uns die Leute nicht verhungern werden. Ja. So, wir werden mal hier. Ist ein Trader gerade da? Jawohl. Können wir ein paar Iron Tools noch einlagern, einfach. Damit wir was zum Tauschen haben. Dann können wir uns vielleicht ein bisschen Nahrungsmittel tauschen, weil die habt alle noch Hunger. Ich sehe das schon. Ja, und kalt ist euch auch, weil. Haben wir nicht genug Woodcutter? Ja, da ist schon wieder einer gestorben. Auf was denn? Starvation, okay. Woodcutter, 4 auf 4. Eigentlich müssten die genug Holz produzieren. Ich verstehe gar nicht, dass da nicht genug Holz rumkommt. Habe ich hier vielleicht noch Firewood drin? Müssen wir eben schnell durchgucken. Ne? Habe ich nicht. Doch, da. 200. Ja, komm, dann lager die mal aus. Das ist Feuerholz, was wir auf jeden Fall noch brauchen. Aber die Leute werden, es werden auch, diesen Winter werden auf jeden Fall noch welche sterben, das ist klar. So viele Nahrungsmittel haben wir jetzt nicht. Da ist ein... Oh, das ist ein Händler. Ein Händler, was hat der dabei? Oh, der hat jede Menge Essen dabei. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Wir werden nochmal eben hier... Wo ist das denn jetzt schon wieder? Warum habe ich das denn ausgemacht? Nein. So, da ist es. Wir werden noch 2 Trader einstellen hier, damit wir das mal machen können. Zweit, aber wir können echt ein bisschen Nahrungsmittel kaufen. Das ist gut. Okay, wir kaufen...
Was essen die denn wohl gerne hiervon? Wo wird man denn so richtig satt? Kartoffeln, da wird man doch richtig satt von, oder? You must trade in addition 80 units to complete this trade. Ja, das ist mir klar. Ich werde hier aber trotzdem mal einfach so machen und 2000 eingeben. 2000. Und dann werden wir noch Korn 2000 kaufen. Ja, und dann brauchen wir 4000 Units. Mal gucken, was wir verkaufen können. Was haben wir denn hier? Iron Tools. Wie kriegen wir für die 200? Noch nicht genug. Dann machen wir noch ein paar Potatoes. Ne, die brauchen wir selber. Wieso haben wir denn hier Potatoes eingelagert? Die werde ich gleich erstmal alle raushauen. Oh, hier kriegt's ja richtig, hier gibt's ja richtig was für. Guck mal, guckt euch das an. Wenn ich davon 200 mache. Yes, und dann haben wir noch 600 übrig. Dann machen wir hier ein bisschen runter. Yep. So. Machen wir Trade. Oh, sehr geil. You received an Award Trader. Yay, ich habe einen Award gekriegt. Danke. So, und dann können wir den wegschicken gleich. So, Dismiss. Und jetzt werden wir hier noch ein bisschen auslagern natürlich. Denn zum Beispiel die 2000 Korn, die werden natürlich rausgelenkt auf 0. Wir werden die Hide Code jetzt natürlich nicht mehr auf 500 machen. Haben wir gerade was verkauft. Lass mal auf 300 stehen. Iron Tools 400 ist jetzt auch ein bisschen, scheint mir jetzt auch gerade ein bisschen hoch. Machen wir mal 200, das muss reichen. So, und natürlich müssen jetzt alles, sämtliche Nahrungsmittel hier ausgelagert werden. Ich weiß gar nicht, warum wir überhaupt auch Nahrungsmittel drin haben. Die brauchen wir natürlich nicht hier. Die müssen wir natürlich woanders hin haben. So. Das ist nicht die Nahrungsmittel ausgehen hier, das wollen wir natürlich nicht. So, Sherry, ach komm, auch 40 Sherrys könnt ihr da verbrauchen. Alles klar. So, jetzt würde ich sagen, kurbeln mal die Wirtschaft ein bisschen an. Die drei Trader müssen jetzt eigentlich die Nahrung wieder reinbringen. Und jetzt sterben schon wieder welche an. Was denn? Starvation, ja, ihr habt Hunger. Ich weiß, dass ihr Hunger habt. Jetzt gibt es wieder Nahrung. Ja, sterbt alle bitte. Geht alle sterben. Ich sehe, dass ihr alle Hunger habt. Dann geht doch zum Markt und holt euch was zu essen. Es ist doch was da. Scheiße, wenn die alle sterben. Sehe ich ganz schön alt aus. Es sind jetzt genug gestorben. Alter, guck mal, wir haben Nahrungsmittel. Ihr könnt euch alle was holen. Ne, die sterben wie die Fliegen. Weißt du, es gibt genug Nahrungsmittel und die sterben einfach. Einfach weg. Das kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein, dass die so wegsterben. Ich mache die zweite Schule auch dicht. Ist mir egal. Ich brauche ja hier Leute. Dann müsst ihr halt jetzt, dann werdet ihr jetzt ein bisschen dümmer, ist mir egal, aber wir brauchen Nahrungsmittel. Und ich brauche die Leute, die auf dem Feld arbeiten, einfach. Ah, ey, so langsam können sie auch gar keinen Hunger mehr haben. Ich hab. Ganz ruhig. Unsere Friedhöfe sind wahrscheinlich voll, die Leichen liegen irgendwo hier in Häusern und stinken hier rum, aber ich hoffe, die ganzen alten Leute sind gestorben und die Jungen sind noch da. Feuerholz ist auch low. Ja, gut, dass gerade nicht Winter ist, aber es wird bald Winter werden. Oh Mann. Oh, hier brauchen wir auf jeden Fall einen Woodcutter. Was ist denn hier mit Fragezeichen? Was seid ihr denn für welche? Ihr sollt arbeiten gehen. Da, guck mal, Nahrungsmittel. Es steigt doch jetzt wieder. Hunger könnt ihr jetzt keinen mehr haben. Das Feuerholz ist nur ein bisschen. Ich brauche mehr Feuerholz. Was ist denn da los? Scheiße. Wieso produziert denn hier keiner was? Ja, Early Winter und ich habe schon wieder kein Feuerholz. Was macht ihr denn, Jungs? Ja, jetzt sterben sie wahrscheinlich nicht mehr am Essen, sondern am Feuerholzmangel. Scheiße, ey. Das ist echt, ey. Was ist denn hier los? So, warte mal, dann machen wir mal eben schnell hier noch so ein. Wo ist denn der Woodcutter? Der Woodcutter. Nee. Nee, nicht der Woodcutter, der, Doch, der Woodcutter, natürlich. Bauen wir noch einen, ist mir egal. Hilft ja nichts. Wo ist denn das Rohholz, das wir haben? Wir müssen hier, also es ist so falsch verteilt wahrscheinlich. Die Wege sind wahrscheinlich zu lang. Da ist schon ein Woodcutter. Hier liegt auch genug Holz rum. Hier, Holz ohne Ende. Ich setze hier einfach noch ein Woodcutter hin. Ist mir egal jetzt. Ist nur kein Platz. Da ist kein Platz, da ist kein Platz, da ist kein Platz. Oh, wie doof ist denn das, dass hier kein Platz ist? Hier oben ist auch schon wieder. Wir müssen schon wieder meilenweit rennen. Und hier? Ich kann quasi hier hinsetzen, aber da muss man genauso weit rennen, als wenn ich es hier hinsetze. Macht keinen Unterschied, dann könnt ihr auch hier. Oh,
wie das nicht passt, weißt du. So, da kommt er hin. Einen mehr, passt schon. So, Zeit laufen lassen, komm. Wir sind einfach zu schnell gewachsen, wir haben einfach nicht genug Felder hier. Warte mal, wir müssen ja eigentlich diese Nahrung schleppen, wahrscheinlich bis hier hin. Das ist natürlich, oh, das ist viel zu weit. Da liegt der Hund begraben. Wir brauchen auf jeden Fall hier noch ein neues Farmhäuschen hier. Storage Barn. Sollen wir das hier oben einfach hinsetzen? Ich weiß nicht, was habe ich hier eigentlich für Feldgrößen gebaut? Oder habe ich da, ja, ich möchte es gar nicht wissen. So, dann bauen wir einfach hier so ein Dingshäuschen hin. Da können dann noch ein paar Sachen eingelagert werden. Ja, jetzt brauche ich ein paar Leute hier. Hilft ja nichts. So, da brauchen wir einen Steinweg hier. Den können wir hier einfach dranlegen. So, dann machen wir einfach drumherum, rundherum, dann können die einfach hier rumlaufen. Late Winter, ja, wir haben nicht genug Firewood. Ich weiß nicht warum, aber gut. Hier wohnen doch jetzt auch schon einige Leute, oder? Ja klar, Farmer vor allen Dingen. Gut, wir werden ein paar Marktarbeiter einbrauchen, brauchen wir. Vendor, 2 von 24. Ja, wir brauchen da ein paar mehr, glaube ich. Einfach damit hier auch der Markt immer genug Nahrungsmittel hat, weißt du? Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Die ganzen Felder wurden ja nicht abgearbeitet. Was ist denn da los? Early Spring, ja. Schön, dass hier die Felder noch halb bewachsen sind. Sind die Wege zu lang? Nein, die wohnen alle hier. Aber gut, vielleicht müssen sie es so weit wegtragen. Na gut, da wird jetzt hier da oben das neue Haus gebaut. Dann könnt ihr es dahin tragen. Ja gut, das ist natürlich echt schon voll hier hinten. Hier sind auch einiges an Felder gebaut worden. Das ist unglaublich. Puh, Mann. 48 Kinder, die wollen auch ernährt werden. Ja gut. Ist halt so. Jetzt wohnen hier einfach nur Farmer? Ja, fast ausschließlich Farmer. Guckt euch das an. Okay, dann können wir hier noch ein bisschen anbauen. Hallo, was ist hier los? So, es geht nur bis da, okay. Oh, ein Trader ist da. Ich muss kurz gucken, was der traden will. So, was hat er denn dabei? Sherry Seeds und Wheat Seeds. So, jetzt mache ich mal nicht den Fehler. Ich kann doch hier mit meinem Haupthaus, wo ist denn das überhaupt? Da oben. Kann ich doch gucken, was ich noch brauche, oder? Auch das da und das da, was ist denn das? Weiß ich nicht. Sherry habe ich schon und was? Und was war das andere, was haben wir an Bord? Wheat werde ich auch schon haben. Wheat, ja, habe ich schon, brauche ich nichts. Was anderes hast du nicht zu anbieten? Nein. Na, dann hau ab, würde ich sagen. Tschüss. So. Ja. Es wird so langsam, würde ich sagen. Hier, wir haben wieder ein paar Leute übrig. Heißt, wir können theoretisch mal wieder so eine Schule anschmeißen. Wir brauchen aber gerade nur einen Teacher, nicht drei. Einer reicht vollkommen. Und dann versuchen wir wieder unser Wachstum anzuregen jetzt. Und ich denke, das dürfte uns auch gelingen. Oh, wir sollten nicht zu wenig Minenarbeiter einsetzen. Ich sehe schon, dass unser Eisen ziemlich zum Neige gehen wird. Sonst. Ach, hier oben wohnen ja auch schon welche. Das sind wahrscheinlich auch alles Farmer, ne? Also überwiegend, okay. Hier wird jetzt noch so eine Randsiedlung gemacht. Ich weiß nicht, meine Siedlung ist ein bisschen verteilt. Das ist einfach daran, dass immer ihre eigene Produktion, die steuern quasi alles, was hier ist. Das ist also meine Hauptstadt. Die steuern so ein bisschen hier oben die Felder. Überall, wo so kleine Dinger sind, stehen noch ein paar Wohnhäuser dabei. Hier, die machen das an den Feldern. Die können das jetzt hier oben einlagern. Dann auch demnächst. Das ist ganz gut. Ja, die hier unten haben ja ihr eigenes Dorf. Und jetzt werde ich hier das so ein bisschen erweitern, glaube ich. Einfach noch so ein paar Steinhäuser. Denn Steinhäuser kann man nie genug haben. Jetzt hier einfach mal ein. Ach, da wird es zu hoch auf einmal, oder was? Das ist ja doof. Egal, dann setze ich nochmal hier welche daneben. Und hoffe, dass ich irgendwie die Straße setzen kann. So, mal gucken, dass ich die hier so rumkriege. Genau bis da. Mit der kriege ich dann extra Road. Und wenn ich da unten noch welche hinsetzen will, dann kann ich das natürlich auch machen. Ah, ich habe die einen zu hoch angesetzt, ich sehe schon. So, das sind dann Straßen.
Dann müsste ich hier aber auch in der Nähe noch einen Brunnen hinmachen. Wenn hier schon so viele Leute unterwegs sind, das geht so, okay. Anschließen mal bitte. Ja, ist klar. So, da ist jetzt mein Vorplatz. Ja, baut ihr mal lieber schön euer Lebensmittel ab. Ich brauche mehr Nahrungsmittel. Kann ich das erhöhen hier? So, auf 30.000 wäre ganz gut. Wenn ich 200 Leute habe, brauche ich das aber auch. Kann ich nicht einfach 30.000 eingeben? Hätte ich wahrscheinlich gekonnt, ne? 300, so. Was ist da los? Firewood ist low. Immer noch. Ja, was soll ich denn machen? Achso, hier ist noch keiner eingestellt. Noch ein Woodcutter bitte. Danke. Moment, kann ich 14 Leute gebrauchen, die arbeiten, aber... Das geht natürlich nicht. Die Leute müssen erstmal hier schön Nahrungsmittel ranschaffen. Und wir können jetzt gucken, dass hier oben... Es wird jetzt richtig voll werden, so langsam. Ja. Gut, also das geht. Ich glaube, ich habe befürchtet, dass hier nicht genug Nahrungsmittel waren und hier die ganzen Leute gestorben sind. Aber gut, dafür sind da jetzt die Vendoren. Hab ich ja jetzt 6 Stück für eingestellt. Hab ich echt? Vendor 6 Stück eingestellt. Das heißt 3 auf jeden Markt. Die holen das dann alles dahin und dann können die Leute da ihr Essen holen. Das ist schon ganz okay. Yes. Nur sind wir 6 Studenten, das ist ganz gut. Ja, wenn ihr kein Holz kriegt, dann könnt ihr auch nicht arbeiten. Ne? Ist ein Problem. Ist ein Problem. Wir haben zu viele Farmer jetzt, glaube ich. Aber wir haben dafür jetzt auch vorher genug Nahrungsmittel. Also da kann man jetzt... Da kann ja nichts mehr passieren. Ja. Und weil da nichts mehr passieren kann, können wir erstmal hier da Stop Work machen. Obwohl das ziemlich nah dran ist an denen. Und das hier machen wir auch Stop Work. Dann kriegen wir ein paar Leute wieder, die wir unbedingt brauchen auch. Um auch ein paar Sachen hier zu machen. Wir machen mal hier für das 5 Labore bleiben. So, jetzt ändern wir dann